Jetzt haben wir hier die amtierende Staatsmeisterin im Jugendbewerb bei uns, Marie Messner. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt hier in die Titelverteidigung in Klagenfurt? Ja, also ich hoffe halt, dass ich vielleicht wieder das Finale spielen kann mit der Jessica. Und ich hoffe auch nur, dass ich gut spiele und vielleicht auch wieder gewinne. Aber ja. Du hast, glaube ich, seit der Staatsmeisterschaft kein ÖDV-Turnier mehr gespielt. Wie ist es dazu gekommen? Was hast du im letzten Jahr, was hast du gemacht? Hast du trotzdem Pfeile geworfen? Ja, ich habe bei uns also schon trainiert auch und Turniere gespielt, aber ja, ist eigentlich eh ganz gut gelaufen. So. Ja. Das heißt, wie viel trainierst du? Wie oft stehst du so am Board? Also, wenn ich ehrlich bin, daheim nicht so oft, weil ich viel lernen muss, auch für die Schule und so. Ja. Und da trainiere ich eigentlich wirklich nicht so viel. Vielleicht, keine Ahnung, 6 Starts am Tag oder so. Na, dann hast du, glaube ich, also ich glaube, dann geht es nicht ohne Talent, oder? Also, das ist schon beeindruckend, wenn du dann trotzdem so eine Leistung bringen kannst, finde ich. Was hast du dir, du hast schon eben gesagt, dass du gerne natürlich auch weit kommen möchtest. Was glaubst du, wie sehr hilft dir die Erfahrung, dass du das letztes Jahr schon geschafft hast, dass du letztes Jahr schon, ich sag mal, sehr weit gekommen bist bei der Staatsmeisterschaft? Ja, also letztes Jahr war es wirklich schön für mich, dass ich da mitgespielt habe und dann gleich Erste geworden bin. Das habe ich halt eigentlich nicht so erwartet. Und jetzt habe ich halt schon das Gefühl, weil ich es letztes Mal auch schon gewonnen habe. Und hoffentlich dieses Jahr auch. Und ja. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß an dem Wochenende und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Marie. Danke. Danke dir.